und Herren, herzlich willkommen hier in der Flensburger Galerie zu unserem offiziellen Wiegen und Face of der Kämpfer. Ich begrüße Sie, die Fight Akademie Flensburg, für unsere Fight Gala, die wir das vierte Mal austragen, diesmal in der Förderhalle. So, wir wollen gleich anfangen mit unseren ersten Kämpfern, und zwar aus Montenegro, Anil Skireli, 33 Jahre alt. Bitte einmal nach vorne kommen. Ein kleiner Applaus für dich, kommt. Ein Meter 77 ist er, guter Mann. So, bitte einmal alles aus den Taschen holen. Bei 1,77 hat er Kampfgewicht von 74,9 Kilogramm. Sein Gegner aus Bosnien, Alexander Kuvac. Ein Applaus für Alexander Kuvac. Und nach vorne kommt zum Lied. Kleine Fehlinformation, unser schöner Autobahn hat leider Stau, daher ist er noch nicht gekommen. Okay, wir machen dann trotzdem weiter mit dem zweiten Kampf. Edison Demey aus Deutschland, 30 Jahre alt, einmal nach vorne. Bei 1,75 Meter hat er ein Kampfgewicht von genau 82 Kilo. Sein Gegner im Lightweight ist Martin Czerny aus Tschechien. Wer noch Tickets haben möchte für unsere morgige Fight Gala, die können die freundlich hier vor Ort noch erwerben oder morgen an der Abendkasse. Martin Czerny, 82 Kilo. So, einmal die kleinen Kämpfer nochmal nach vorne kommen. Einmal zum Face-Off. Ich denke, das wird morgen ein spannender Kampf werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr beiden freut euch auch noch auf den Kampf. Und seid topfit. Ein kleiner Applaus für die Herren, kommt! Wunderbar, vielen Dank euch. Dann geht's auch weiter im dritten Kampf. Im Light Heavyweight. Aus Dänemark. Harris Nino, 32 Jahre alt. Kann man nach vorne. So, einmal kurz mal antippen. Einmal runter, antippen und einmal rauf. Vierundachtzig Kilo, alter gute Herr. Sein Gegner, ebenfalls aus der Tschechischen Republik, Daniel Bato. In seinen 25 Jahren bei 1,75 Meter. Meine Damen, jedes Programm zählt bei so einem Kampf natürlich. Die Klamotten sind störend. Da kann man sie ausziehen. Wieder im Boxen hier. Erwartet. No. 79,5 Kilogramm. Dann zeigt mal, was ihr morgen auf habt.
Oh, die Männer sind hungrig auf dem Frankfurt. Das sieht man den beiden an. Ich denke mal, das wird auch ein sehr spannender Kampf geworden. Okay, vielen Dank euch. So, im vierten Kampf aus dem Hause, aus der Fight Academy Flensburg, Dennis Beagle, 36 Jahre. Der Rude her sieht top fit aus. Bei 1,88 Meter hat er genau 90 Kilogramm. Das ist der vierte Kampf in Cruiserweight und sein Gegner ist aus Georgien. Soso Abdulaze, 26. Soso, 26 Jahre alt, bei 1,74 Meter, 90,5 Kilogramm. So, Soso, haben wir nochmal nach vorne kommen, zum Face-Off. Zeigt mir, dass ihr euren Kampf morgen gewinnen wollt. Meine Herren, das wird auch ein aufregender Kampf. Da werde ich morgen richtig mitfiebern. Okay, vielen Dank euch. Guten Abend. Okay, zu unserem letzten Kampf. Aus Deutschland, Freddy Kiewit, den kennt ihr die meisten ja. 32 Jahre alt. Im Super weltweit Gewicht 70,8 Kilogramm bei 1,80 Meter. Ja, meine Damen, das Face-Off können wir leider mit den Gegnern leider auch wieder nicht machen, weil der Gegner ebenfalls im Stau steht. Aber, Freddy, zeigst du deinen Fans nochmal das beste Face-Off für dich alleine einmal? Perfekt. Ein Applaus für ihn. Okay, meine Damen und Herren. Vergiss bitte nicht, morgen zu kommen, das wird wirklich ein aufregender Kampf. Beginn ist, oder besser gesagt, der Einlass ist um 13 Uhr im Förde-Gymnasium, nicht Förderhalle, Förde-Gymnasium. Um 13 Uhr ist Einlass, der erste Gong, der findet um 14 Uhr statt. Freut euch da auf nicht nur Profi-Boxkämpfe, so wie hier jetzt von den Herren, sondern auch viele Amateurkämpfe haben wir da. Und zwar nicht nur im Boxen, auch im K1. Das sind aufregende Kämpfe. Also, wenn ihr keine Karten habt, könnt ihr euch hier jetzt nochmal erwerben bei Carlo oder morgen eine Abendkasse. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wenn ihr noch irgendwie was mit den Boxern besprechen wollt oder vielleicht auch Programme holen wollt, was auch immer, wir sind noch immer gerne hier. Und vergesst nicht, Fight Academy in Flensburg, diejenigen, die mal Lust haben, da ein Foto zu links zu machen, ihr seid alle herzlich willkommen. Ich hoffe, wir sehen uns alle. Bis morgen, meine Damen und Herren.